Ja, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar wisst ihr ja schon das Video vom Batscale-Finner. Da hat er ja so über seinen neuen Fortnite-Kanal geredet. Und es ist ja tatsächlich eine zweite Person, die genau dasselbe nochmal vorgeschlagen hat und genau gleich die Bedwars-Szene retten will. Und wenn ihr nicht wisst, wovon ich spreche, dann ja, verlinke ich euch nochmal in der Beschreibung das Video, worum es um Batscale-Finner geht, wo er gesagt hat, wie er die Bedwars-Szene retten will und es einfach überhaupt keinen Sinn macht, denn er macht mit internationalen Fortnite-Content die Minecraft-Bedwars-Szene retten. Und ja, trotzdem ist es gerade insgesamt 3 Uhr morgens, deswegen ist gerade überhaupt kein Spielmodi voll, nicht mal Online und alles, deswegen will ich jetzt einfach eine neue Bauart zeigen. Und zwar besteht diese Bauart, wie ihr schon seht, indem ihr einfach 3 oder 4 Blöcke straight geradeaus läuft und einfach nur ein bisschen nach links immer oder nach rechts abdriftet. Diese Bauart ist nicht wirklich schnell. Ja, ihr seht schon, sie ist nicht wirklich schnell oder so. Es gibt natürlich viel schnellere, wenn ich jetzt hier einmal kurz moonwalke. Oh, und ich fällt komplett rein. Ist auf jeden Fall Moonwalk und alles schon deutlich schneller als diese Taktik. Und ich fällt gerade mega. Es ist gerade 3 Uhr abends. Ihr müsst es echt entschuldigen. Oder halt 3 Uhr morgens. Je nachdem, wie man es nimmt. Ich bin gerade mega uneingespielt. Und ja, ihr müsst es gerade ein bisschen entschuldigen. Deswegen. Aber ihr seht auf jeden Fall, dass Moonwalk und alles deutlich schneller ist, auch wenn ich gerade jetzt nicht kann, weil ich nicht eingespielt bin. Aber sie sieht halt einfach relativ lustig aus, denn es ist halt sowas wie Godbridge, nur halt dieses rückwärts, dieses anfängliche Gommeln oder so, wie man es rückwärts macht. Und dann halt immer 4 Blöcke straight und dann ein Block nach rechts. So, ich werde euch jetzt nochmal eine längere Line damit zeigen. Es ist halt, wie gesagt, keine gute Bauart, also dass sie extrem schnell ist. Das ist nicht der Vorteil, sondern sie sieht halt einfach eigentlich relativ sick aus. Und ja, sie ist halt neu, aber nicht wirklich funktioneller als die anderen. Aber es ist halt trotzdem eine Bauart, die ist jetzt nicht wirklich allzu bekannt, aber sie macht trotzdem... Ha, man kann sie trotzdem angucken. Und, ich zeige jetzt noch einen kleinen Clip, wo ich die Bauart mal ein bisschen länger gemacht habe, denn jetzt bin ich gerade viel zu uneingespielt. Und dann sehen wir uns auch gleich im Browser wieder bei dem eigentlichen Thema dieses Videos, weil der gute Wales ja auch so ein Video gemacht hat, wo er gesagt hat, hey, ich habe jetzt einen Fortnite-Kanal, guckt alle da vorbei. Und ja, hat es wie BatsGFNA gemacht, gesagt, ich will diesen Kanal aufbauen und damit die Bedwars-Szene retten. Hat relativ wenig Sinn und ja, trotzdem wünsche ich euch jetzt gleich viel Spaß bei der Singleplayer-Szene. Und ich bin gerade echt zu uneingespielt. Ich versuche jetzt noch eine ganz normale Line. Okay, ich bin gerade mega uneingespielt. Okay, ich zeige euch jetzt kurz die Singleplayer-Line, denn ich bin gerade so uneingespielt dafür. Ja, im letzten Video ging es um BatsGaleFNA und seinen Zweitkanal. Den könnte man ja aktuell, kann man den immer noch unter BatsGaleFNA Gnifa Games finden. Aber alles zu dem Video, und also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, erstmal das andere Video anzugucken, ist in der Beschreibung verlinkt. Dann da versteht ihr diese ganze Thematik so ein bisschen besser. Der hat ja diesen Zweitkanal erstellt, dort will er ja internationalen Fortnite-Content machen und mit diesem dann die Bedwars-Szene retten. Und er hat gesagt, mit diesem will er dann 100k knacken und den dann in die Bedwars-Szene bringen. Und jetzt hat nämlich der gute Wales etwas ähnliches vor. Und zwar gucken wir uns jetzt den Plan, wie wir die Bedwars-Szene retten können. Ich habe mir jetzt gerade so einen künstlichen Kanal erstellt, so Emotional Fortnite. Aber Leute, nicht abschalten, das ist ganz wichtig. Wir werden die Bedwars-Szene retten. Ihr kennt ja diese Top 5... Ich weiß jetzt nicht, ob er das macht um genau so ein Video, oder ich weiß nicht, ob er das jetzt extra so provokant genau gleich macht wie BatsGaleFNA, weil er damit genauso diesen Hype oder so erzeugen will, den ja auch jetzt BatsGaleFNA, sag ich mal, dadurch kurzzeitig bekommen hat. Ob er wirklich eine Sache hinter sieht, dass es irgendwie eine Chance hat, irgendwie was zu bringen. Weil ich habe ja auch schon im BatsGaleFNA-Video gesagt, wie gesagt, in der Beschreibung verlinkt, guckt auf jeden Fall erst das Video an, bevor ihr das hier anguckt, weil sonst... Ja, wisst ihr die ganze Thematik nicht, denn er will ebenso einen internationalen Fortnite-Kanal machen und diesen dann in die Bedwars-Szene bringen, genauso wie BatsGaleFNA. Und ob das so viel bringen wird oder so, das bezweifle ich. Und ich habe nämlich schon genau erklärt, warum es nichts bringen wird, das habe ich nämlich schon im vorherigen Video erklärt. Und er will Fortnite-Clips oder sowas. Fortnite ist ja auch momentan extrem gehypt und diese Videos bekommen so unnormal viel Aufrufe. Was mein Plan ist, ist auf diesem Kanal
einfach extrem viel Aufmerksamkeit zu bekommen, weil es ist, glaube ich, mit den Videos echt nicht so hart. Aber das geht nur, wenn ihr mir dabei hilft. Ihr müsst nämlich auf Snail-Video klicken, es liken, es zu Ende schauen und es kommentieren und es mit einem Freund oder so teilen, wenn es am besten noch geht. Und wenn dieser Kanal genug Abonnenten hat, werde ich auf diesem Kanal meinen Valenz-Kanal hochpushen und damit werde ich auch die Bad-Wars-Szene hochpushen, Jungs. Also ich werde versuchen, die Bad-Wars-Szene zu retten. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber es klappt wahrscheinlich, wenn ihr mir alle da... Ich sag mal so, er macht sogar noch ein bisschen dreist, ja, als Bad-Scale-Fan. Ah, er sagt dann, dass er bei Emotion in Fortnite seinen eigenen Kanal hochpushen will. Und bei Bad-Scale-Fan habe ich da eigentlich schon noch dieses gesehen, dass er wirklich die BW-Szene retten will, aber nicht ganz überlegt hat, dass es nichts bringen wird. Und bei ihm hier denke ich einfach nur, dass er sich selber in diesem Hype hochziehen will und nicht die Bad-Szene retten will. Also bei ihm hier sehe ich eher einen egoistischen Teil als jetzt bei Bad-Scale-Fan. Aber bei Bad-Scale-Fan habe ich wirklich die Intention hintergesehen, dass er die Bad-Szene retten will. Bei ihm hier sehe ich wirklich einfach nur einen geilen... Dabei hilft. Also abonniert den Kanal bitte und macht die Glocke an. Und immer wenn ich ein Video hochlade, egal was für Scheiß es ist, es wird immer scheiße sein, weil es wird immer verdammt cringy sein. Wenn man von seinen eigenen Videos sagt, dass sie scheiße sind, egal ob es ein Zweitkanal ist, dann sollte man diese Videos nicht machen. Wenn man von seinem eigenen Content nicht überzeugt ist, dann solltest du diese Videos nicht machen. Das ist einfach sinnlos. Wenn dein eigener Content dich nicht einmal anspricht, wen soll es denn sonst ansprechen? Das ist ein bisschen dumm formuliert jetzt, aber wenn dir deine eigenen Videos nicht gefallen, dann mach diese Videos anders. Nein, ich kapiere diesen Sinn nicht. Er sagt selber zu seinen Videos, dass die scheiße und cringy werden. Aber macht sie dann trotzdem, oder was? Ich mache auf diesem Kanal nur das, was wirklich extrem viele Klicks bekommt. Auf dem Kanal bin ich einfach mal so komplett, ich mache einfach die große Scheiße, okay? Ihr müsst einfach das Video angucken, ganz angucken, liken und kommentieren. Mehr braucht ihr nicht machen. Ihr könnt es irgendwie im Hintergrund durchlaufen lassen oder sowas. Leute, wir werden die Bad-Wars-Szene alle zusammen retten. Danke fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert diesen neuen Kanal. Und dieses mit Bad-Wars-Szene retten, ist ein bisschen... Naja, ich finde, dieses Thema ist einfach mega überspitzt von vielen Leuten. Was ich aber sagen kann, da, weil Minecraft gerade so ein bisschen aus dem Hype rausgeht, woran das liegt, ist ganz einfach, Baro war dieses Jahr nicht. Baro wurde ja aus rechtlichen Gründen von German Let's Play abgesagt und es war jedes Jahr. Und das hat wirklich Minecraft so wieder in den Hype gebracht, jedes Mal nachdem Baro kam. Und dieses Jahr wird Baro höchstwahrscheinlich wieder kommen. Dadurch wird auch wieder so ein kleiner Hype kommen. Aber dieser Hype hat wirklich von Minecraft extrem abgenommen, einfach weil kein Baro kam. Weil dieses... Das Varo-Projekt ist einfach so essentiell wirklich inzwischen schon für diesen Minecraft-Hype geworden. Und ja, ich sag mal so, dieser Hype, natürlich, Minecraft ist auch Bad Wars. Und dadurch sind auch viele, die Bad Wars spielen, haben nicht mehr mitgespielt oder spielen nicht mehr, weil Varo sie nicht mehr darauf gehypt hat. Und ich muss sagen, wirklich, Varo hype tatsächlich auch die Bad Wars-Spieler, weil es die allgemeine Minecraft-Szene anregt. Weil ihr müsstet mal sehen, was für Hypes wirklich nach Varo entstehen. Was für Minecraft-Hypes. Like das neue Video, ruft's auf und kommentiert's und danke. Hoffentlich schaffen wir es, Jungs. Bis zum nächsten Mal, bis dahin und auf Wiedersehen. Ja, ich will jetzt noch ein bisschen auf diese komplette Thematik eingehen. Was er da sagt, dass er einfach einen Kanal erstellt und alle sollen diese Videos komplett zu Ende anschauen, liken, kommentieren und ihn hochranken. Du willst also, dass dein Zweitkanal, wo du von deinen Videos nicht überzeugt bist, wo du selber sagst, deine Videos sind cringy, deine Videos sind scheiße, das ist dein eigener Wortlaut. Das sagst du, aber trotzdem willst du, dass man diesen Kanal hochrankt, wenn du von deinen eigenen Videos nicht überzeugt bist. Und ich meine, das ist das Schlimmste, was bei einem YouTuber oder sowas sein kann. Denn du sollst YouTube auch Spaß machen und nicht wie... Ja. Ich meine, was ist das, wenn man seine eigenen Videos nicht mag? Wenn man zu seinen eigenen Videos sagt, sie sind scheiße. Auch wenn es ein Zweitkanal. Sowas kannst du nicht bringen. Du kannst sowas nicht bringen. Ich glaube, Bad-Scale-Fan hat nämlich sein Video jetzt auch schon offline genommen. Das war bei 12.000 Aufrufen oder so, da hat das dann wieder offline genommen. Das war nämlich das Pack hier. Da hat er das Pack released und hat dabei auch etwas über das Pack geredet. Auch über das... Nicht über das Pack geredet, da hat er das Pack released und hat währenddessen über diese Sache geredet und hat quasi diesen Texture-Pack-Hype ein bisschen mitgenommen
um ihn für die Sache zu nutzen. Die, ich glaube wirklich, Bad Scavenger hat die Sache nicht böse gemeint. Also wie gesagt, wenn ihr gar nicht wisst, wovon ich rede, guckt unbedingt das Video in der Beschreibung, denn dann wisst ihr wirklich 100%ig Bescheid, worum es überhaupt geht. Aber ich glaube bei Bad Scavenger wirklich, dass er wirklich einfach nur die Bad Wars-Szene retten wollte. Und bei Vale sehe ich da gerade einen ziemlich egoistischen Hintergrund, dass er einfach nur selber seinen Kanal hochranken will damit. Und dort sehe ich tatsächlich einen ziemlich egoistischen Hintergrund. Bei Bad Scavenger hat er gesagt, dass er diesen Kanal in die Bad Wars-Szene reinbringen wird, ob es wirklich so viel Sinn hat oder nicht. Das habe ich ja schon im Video erklärt. Meines Erachtens nach hat es einfach überhaupt keinen Sinn. So, aber mir kommt dieser Vales echt ein bisschen vor, als wenn er einfach nur seinen eigenen Kanal dadurch ein bisschen pushen will. Und das feiere ich einfach überhaupt nicht. Also was er da wirklich macht, das feiere ich überhaupt nicht. Aber ich glaube nämlich, Bad Scavenger hat sein Video schon komplett schon runtergenommen, wo er wirklich sein Essen, also sein Zweitkanal hochpusht und hat auch keine Videos mehr gebracht. Ich weiß nicht, ob er selber gesehen hat, dass es nichts bringen wird, weil er wollte ja jeden zweiten Tag hier zu einem Video machen und ob er selber gesehen hat, das bringt nichts für die Bad Wars-Szene, deswegen mache ich das nicht. Weil wenn du das so gesehen hast, dann wirklich Respekt dafür, dass du es so sagst halt. Aber ja, es hat halt einfach keinen Sinn. Und so die Bad Wars-Szene zu retten, indem man ein anderes Spiel hypt, bringt euch nichts. Es bringt euch nicht. Wenn, dann müsstet ihr die Bad Wars-Szene. Die Bad Wars-Szene wird gerettet durch, sag ich mal, YouTuber-Events, durch allgemeine Events, durch neue Spielmodi wie CWBW-Training, durch einen neuen CWBW-Modus, zum Beispiel auf Nero Space, durch ein neues Bad Wars-System, durch einen neuen Bad Wars-Modus, durch etwas, was auch in die Richtung geht, aber doch nicht Fortnite und Bad Wars. Das sind zwei unterschiedliche Welten. Und ja, wie gesagt, ich wollte jetzt eigentlich mal in Thematik so ein bisschen zu dem Thema sagen. Allgemein finde ich nicht, dass Minecraft ausstirbt. Und es gibt ja dieses Jahr, oder sollte dieses Jahr wahrscheinlich, letztes Jahr sollte es ja auch geben, gab es dann aber nicht, wieder Varo geben. Und Varo wird Minecraft wieder so einen kleinen Hype geben. Und wie gesagt, halt nicht nur Minecraft, weil Minecraft ist natürlich auch Bad Wars. Deswegen wird es Bad Wars auch wieder so einen kleinen Hype geben. Und allgemein werden die PvP-Modi, glaube ich, wieder ein bisschen höher gehypt als zuvor. Und ich glaube, das wird sich mit Varo... Varo wird dafür sorgen, dass die Szene auch nicht wirklich ausstirbt. Allgemein sollte man einfach Spaß haben und die ganzen Packs, die halt gerade released werden, dann sollte es irgendwelche YouTube-Events geben. Sowas wäre mega geil, wenn irgendein YouTuber das nochmal mit irgendeinem Server-Team abmacht, dass es dann wieder so ein Event gibt, weil so ein XXL-YouTuber-Event bockt halt einfach nur mega. Und ja, dann sieht man wirklich seine, ich sag mal, Lieblings-YouTuber oder so gegeneinander fighten. Und das ist einfach nur bockt mega. Ja, das ist so viel was jetzt zu dem Thema. Ich finde auch, was jetzt hier Bails gemacht hat oder Valle Easy, einfach nur sinnlos und es bringt euch nichts.